Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil von Resident Evil 2 Let's Play. Ich hoffe, ihr merkt es, dass ich mir ein neues Mikrofon zugelegt habe. Ja, ich frage mich auch, was war das? Wo kam es her? Wo will es hin? Da werden wir der Sache gleich mal auf den Grund gehen. Ich glaube, hier hinten liegt nichts. Doch, da liegt noch was. An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech hatten, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach den unheimlichen Mistkerlen offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballern durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Na, gute Aussichten. Außerdem ballern. Mit was? Der gute David schon wieder. Ich muss los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. Na dann räch mal, David. David. Wieder ein Name für unsere Liste. Da müssen wir auch nochmal hin. Die Tische. Die Reihenfolge der Tische herausfinden. Die schmeißt die Tür zu. Eben sagten die noch, schleichen und leise sein. Oh nein, da wird die... Ja. Da wird die Tür gerumst, dass es nur so kracht. Ja, die Bretter. Ja, das ist... Ich glaube, mein Sohn hat gesagt, mit denen kann man die Fenster zunageln oder so. Muss ich mal probieren. Munition. War das schwer. Ist es da drin warm oder was? C4. Was kann ich damit machen? Nichts. Den man Fenster vernackeln kann, ja, da steht's auch. Warum habe ich das bisher noch nicht gelesen? Also was schnauft denn und ächzt und stöhnt die denn so? Die liest sich was durch. Diese Konzernwichser, ey. Was für eine Ausdrucksweise. Haben wir den Geldhahn abgedreht. Ich habe die Dreckschweine in einem mit C4 präparierten Stahlpferch gesperrt. Muss ihn nur noch zünden. Ja, aber wie? Das ist die Frage. So ein Mist. Mir und deinem Vorgesetzten schon widersetzt. Ja, du warst ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt das Spaß. Gürteltasche. Oh, oh, nice. Lagerfächer kann man immer gut gebrauchen. Oh, zwei Stück. Ja, besser als nichts. Man möchte nicht undankbar erscheinen. Da ist doch noch so eine Statue. Die enthält doch bestimmt eines unserer Medaillons. Also irgendwie muss ich jetzt das C4 in die Luft sprengen. Ja, da. Die ist... Die meine ich. Aber wie? Aber wie und mit was? Und warum? Okay, das Warum ist ja klar. Wir wollen an die Statue. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh. Claire, Marvin hier. Oh, ich höre Schmatzgeräusche. Wie schnell kannst du hier kommen? Warum? Was ist? Oh. Ich möchte dir was zeigen. Da unten wird wieder ist festlich okay, ich bin auf dem Weg. Gespeist.
Feinschmecker sozusagen. So hört sich's bei uns auch an, am Sonntagstisch. Plus wir furzen und rülpsen noch. Da stehen ja noch so ein paar halbgare Gestalten. Oh, Halleluja! Mitten ins Festmahl gefallen. Alter, du hast doch gerade gegessen. Wie ein Hund. Mist. Der Fettsack kann's gebrauchen. Kommen die her? Was kann ich da machen? Halten und... Au! Lass mich los! Noch einer! Sie ist durch mich durchgerannt. Ach, sie ist schon wieder angeschlagen. Sieht gar nicht gut aus. Da komm, noch mal durchs Loch. Ich sehe es. Ich brauche eine Topfpflanze. Irgendein Grünzeugs. Ich brauche Heilung. Nein, wenn ich hier runterklettere, fangen die mich doch gleich da unten ab. Noch bevor ich mein zartes Füßchen auf den Boden gesetzt habe. Er nutzt ja nun nichts. Meine letzte Heilung. Die sind doch eigentlich so dämlich. Warum schlagen die sich nicht gegenseitig in den Schädel ein? Lag da. Aber jetzt muss ich erstmal gucken, was das ist. Und ziehen, ziehen, schieben, ziehen, drücken. Nein! Nicht doch alle zwei auf einmal. Lasst mich in Ruhe. Ich hab mich doch gerade erst geheilt. Nimm schnell. Rotes Buch. Hm. Zeit zum Lesen haben wir momentan nicht. Was ist das? Ich brauche so eine Art Hebel wahrscheinlich. Erstmal die Treppe hoch. Vielleicht beruhigen sich die Brüder ja mal nochmal da unten. Brüder und Schwestern. Seid ruhig und mehret euch. Ein Plastikteil in Form eines Buches sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Woran erkennt man das? Ach da, okay. Ja, da unten ist das Handgelenk, dann so die Handfläche. Ja, kann hinkommen. Jetzt müssen wir bloß noch die passende Hand dazu finden. Wem das Buch gehört, der hebe die Hand. Vielleicht einer von den Freaks, eine Leseratte? Durch und durch gepilgert?
Der Einstein unter den Zombies. Also ich glaube, Zombies sollten auch mal sterben dürfen. Da muss ja mal Schluss sein, wenn du denen den Schädel wegballerst. Und nun, was habe ich getan? Wozu war es gut? Außerdem sollten wir nochmal zu Marv, dem kleinen Schnuckel. Fettsack! Ausgerechnet der Fettsack ist der schnellste nach runter. Ja, zimmer ihn einen rein. Bam! Olga, mach's noch auf! Nein! Ich hab nichts mehr zum Heilen, aber einen Schlüssel habe ich. Da unten war eine Tür. Claire pfeift schon wieder auf dem letzten Loch. Komm, schnell. Schlüssel her! Marina! Ach so. Okay. Wir sind wieder in der Eingangshalle. Da sitzt der gute Marv und tippt. Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Ich sehe es. Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja. Wer? Das ist Liam. Wo? Kennedy oder so. Ich sehe nichts. Der Neue. Ach da! Ach so, ich hab war irgendwie weiter da. Rechts. Ich hab immer weiter rechts. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Danke, bin unterwegs. Und dann wieder. Ich kann kaum noch laufen. Oh, Ostseite. Mein Orientierungssinn ist nicht der beste. Erstmal speichern. Huch, ja, da fällt mir auch ein Stein vom Herzen. Es nicht verschieben. Erst in die Kiste und dann wieder raus. Ich sehe gar nicht gut aus. Ich brauche unbedingt Heilmittel. Sonst war das nichts mit Leon. Ich glaube, ich hatte noch einige andere Türen gesehen mit diesem Schlüssel.
Was ist das für ein Lärm? Ach ja, übrigens, die Bretter kann man stacken. Und die Munition auch. Das Schießpulver leider nicht. Das finde ich etwas eigenartig. Nichts, nichts. Oh. Hallo Hand. Linker Statuenarm. So, das ist die Hand, die das Buch gehalten hat. Tatsache. Der Upper Arm. So, jetzt dran. Und was passiert? Es bewegt sich wie von Geisterhand. Oh, Sie können das Objekt im Inventar näher untersuchen, indem Sie sie auswählen und Lupe klicken. Untersuchen. Dann untersuch mal schön. Ein sehr schöner Stein. Kurzer Stab mit einem Juwel. Da ist was. Er wird verhökert. Bei der nächstbesten Gelegenheit mache ich ihn zu Geld. Und dann verpisse ich mich aus dieser Drecksstadt. Kauf mir eine Insel oder so. Ach ja. So, hier gibt es aber auch nichts. Da liegt noch was. Weapons Locker Keycard. Darauf steht Waffenschrank Schlüsselkarte. Okay. Jetzt brauchen wir bloß noch den Waffenschrank. Die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin auf der Kiodine brachte. Und es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination. Ja, ja, komm weiter, wir haben keine Zeit. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen aus seiner Herkunft umbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar noch einem weißen König gewidmet worden sein. Im Herbst wird dieser Stein versteigert. Zum Glück nicht. Jetzt habe ich ihn. Man sollte ihn jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieser Juwel hat gutmütige Adlige, gibt's denn sowas, in schlimme Despoten verwandelt. Was ist das für ein Lärm? Ach ne, da sind wir hergekommen. Ich brauche... Hallo? Jemand gerade mit einem Hubschrauber in die Hütte gefallen? Habt ihr Blumen dabei? Da sind Blumen. Endlich, ui. Da geht's mir etwas besser. Ja, kombiniere mal. Ja. Rotes Kraut. Hatte ich, glaube ich, hatte irgendwas gelesen mit blauer Pflanze. Du brauchst blau, aber es geht scheinbar auch so. Gemischte Kräuter, komm, zieh sie dir rein. Ah. Wohltuende Heilung.
alles raus. Ich guck noch mal schnell hier hinten. Nein, hier ist nichts. Da ist der Hubschrauber. Das sah aber aus, als wäre er schon dort 10 Jahre in der Mauer gesteckt. Hey! Claire? Leon? Ich bin gleich da! Leon hat die Arschruhe weg. Im zombieverseuchten Nest ist er die Ruhe selbst. Kann er nicht Leon, drüber klettern. Wir sollten aufhören mit diesen Treffen. Geht's dir gut? Polizeihubschrauber. Wir sollten wie aufhören mit diesen Treffen. Ja. Sie ist lustig. Bestens. Guck mal, die ist doch scharf auf den. Nein, leider nicht. Ist schön, dein Gesicht zu sehen. Wie schlägst du dich? Ich halte irgendwie durch. Höllische Nacht, was? Ja. Was von deinem Bruder? Ja, tatsächlich. Er ist in Paris! Und schaukelt sich die Eier, während ich mich hier mit Zombies gerade rumschlagen muss. Denkst, das kann nicht schlimmer werden. Leon, du solltest gehen. Und der Wecker klingelt und die Zombies stehen auf. Sorg dich nicht um mich. Bring dich einfach in Sicherheit. Frühstück. Nein, Leon, wirklich. Die sind gleich nicht im Kauf. Bitte, geh schon. Wir schaffen das. Beide. Dein Wort in Gottes Ohr, Bruder. Eben stand noch Leon da, zart und schön anzusehen. Und im nächsten Moment just die Zombies am Arsch. Marvin will mit uns nichts mehr zu tun haben. Ja, schön. Der Bolzenschneider lag da wie gerufen. Was? Los! Oh. Nein, lass mich! Nicht den Hals! Ich hab schon Hornhaut am Hals. War das nicht die Kammer, wo wir den Polizisten dort, der uns dieses kleine Notizbuch... Ja, da liegt er ja. Hallo. Du siehst immer noch so scheiße aus wie vorhin, als ich dich gefunden habe. Da sagt kein Mucks. Lauf! Schlagen. Hier am Schrank. So ein Fettsack hat sich in einem Schrank versteckt. Was zum Teufel? Tür zu! Nein! Nein! Weg hier! Wo soll ich hin? Mama! Scheiße, das Tor ist zu. Was soll ich tun? Es geht nicht mehr auf. Marv, hilf mir. Marv, hörst du mich? So nah und doch so fern. Oh nein. Oh, vorbeigeschossen. Nein. Lad nach. Alter, geht's dir gut? Ja, wir haben die Sicherung noch nicht gefunden. Was nun, was nun, was nun?
alle Topfpflanzen schon aufgegessen. Keine Heilung in der Nähe. Bretter. Damit kann ich die Leute totwerfen. Ich brauche Medizin. Lauf. So ein Fettsack ist hinter uns her. Wohin? Wo kann ich hin? Ich habe mittlerweile auch komplett die Orientierung verloren. Das scheiße aus. Das ist eine Todesfalle. Nein! Oh, guckt euch den an. Der frisst mich doch mit einem Mal. Nein. Was passiert? Nein! Oh! Das sieht nicht gut aus. Leute. Ich bin tot? Na gut. Dann verlasse ich das mal jetzt und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann und danke fürs Zuschauen. Ciao.